Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Way of the Hunter hier auf meinem Kanal. Und ja, liebe Freunde, ihr seht es, wir sind immer noch in Alaska unterwegs und sind heute auf Waldbisonjagd. Und vor mir habe ich eine schöne Gruppe erspäht, das ist eigentlich eine kleine Gruppe, aber viel interessanter ist dieser 3-Sterne-Bulle da vorne. Und um den soll es heute gehen, denn wir haben hier noch einen 1-Sterne-Bullen dabei und ein Weibchen. Da macht der hier doch schon am meisten her. Ja, weiter flussabwärts habe ich auch ein paar Kandidaten entdeckt. Das sind ein paar Karibus. Und dort hinten irgendwo... ich glaube, da müssten... Ja, das sieht mir danach aus. Auch noch 1, 2, 3 Elche sein. Ich glaube, 3 waren es. Und ja, wir haben hier ziemlich viel Auswahl. Wir könnten hier mit der Armbrust jagen oder ich bleibe beim ursprünglichen Plan und wir versuchen, diesem Bullen nachzusetzen, der aber hier gerade ganz schön die Beine in die Hand nimmt. Das wird schwierig. Ja, und liebe Freunde, natürlich, wenn euch das heutige Video wieder gefällt, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützen würdet. Und wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt und es nicht schon längst getan habt, abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal. Ich freue mich über jeden von euch, der dazu stößt und mich auch damit weiter unterstützt. So, ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge und stehe jetzt gerade hier vor der schwierigen Herausforderung, was genau bejage ich? Übrigens, ignoriert die Markierung da hinten. Da vermute ich noch einen Kodiakbären und um den soll es natürlich auch bald gehen. Denn der fehlt natürlich auch noch. Ja, und prinzipiell wäre mir dieses Waldbison da am liebsten. Aber wenn der natürlich gerade so strammen Schrittes sich hier vom Acker macht, dann habe ich da natürlich nicht viele Chancen. Auf der anderen Seite hier so ein Karibu. Ja, ist jetzt nichts Neues. Wobei, wir haben, glaube ich, immer Wapitis erlegt. Wir schauen nochmal ins Jagdtagebuch. Ah, bevor ich hier irgendeinen Schwachsinn erzähle. So, wir hatten Wapitis. Haben wir auch ein Karibu? Rotfüchse? Ach, das waren die Tollwutfüchse. Ja, doch, Karibus, klar. Ne? Geweihte Liebe. Aber die dürften jetzt auch gleich ein Problem für mich werden, leider. Weil der Wind nicht zu meinen Gunsten steht. Heißt, ich werde jetzt einen weiten Bogen laufen. Es zumindest versuchen. Entfernung vergrößern. Zwischenzeit schauen wir nochmal. Ja, das passt ungefähr noch. Die machen sich gerade strammen Schrittes von dannen. Aber so ein Waldbison, das fehlt mir. Oh, verdammt. Das fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Euch beiden habe ich gar nicht gesehen. 1-Sterne-Männchen und 1-Sterne... 1-Sterne-Weibchen. Gibt es ja gar nicht. Einfach ein Weibchen. Also gar nicht so relevant gerade für uns. Hier haben wir noch eine Fährte. Ja, vom Waldbison. Das trifft sich ja. Gut, die sind zum Glück in eine Richtung abgehauen, wo sie mir jetzt nicht in die Quere kommen und irgendwas anderes noch mit aufschrecken. Denn weiterhin soll es ja heute der Bison-Bulle werden. Und ja, ich dachte mir, jetzt haben wir die letzten Folgen auf der Regenwaldinsel verbracht. Jetzt wird es mal wieder Zeit, sich auch mal im Rest des Reviers zu bewegen. Natürlich werde ich auch nochmal dahin zurückkehren, ne, gerade wegen dem Kodiakbären, den es meines Wissens nach sogar nirgendwo anders zu geben scheint. Denn ich habe zumindest noch keine anderen... Ach Gott... Mein armes Herz. Kein anderes Bedürfnisgebiet gefunden. Naja, vielleicht war ich da auch noch nicht erfolgreich. So, die sind wohl über die Anhöhe. Was hat man davon, wenn man den Sichtkontakt einmal unterbricht? Hier steht gerade nichts. Ja, da vorne haben wir noch einen Hochsitz. Und müssten wir nicht eigentlich jetzt auch einen Blick auf die Gruppe Karibus werfen können? Oder waren die noch weiter... Ah, da sind sie.
ein bisschen vorsichtig hier umschauen. Also ich hatte da auf den ersten Blick, da standen sie noch etwas weiter auf der offenen Ebene, nichts allzu Spannendes gesehen. Ja, wir haben ein paar Zwei-Sterne dabei, aber das ist jetzt nicht so die Welt. Da finde ich diesen Drei-Sterne-Bullen schon interessanter, gerade weil ich halt noch kein Bison bisher erlegt habe. Und ja, das fehlt noch so ein bisschen in der Sammlung. Na, 5 Sterne oder 4 Sterne wäre natürlich schöner, aber ich nehme jetzt mal das, was ich kriegen kann. Und schaue mich trotzdem derweil immer mal wieder um. Man weiß ja nie, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Dann lässt man noch mal ein zweites Mal den Blick schleifen. Und ja, auf einmal schweifen. Wenn man den schleifen lässt, dann stimmt irgendwas nicht. Dann hat man plötzlich noch einen 5-Sterne-Kandidaten vor der Linse. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen und ein bisschen pokern, dass die nicht direkt hier hinter der Anhöhe stehen geblieben sind, sondern vielleicht noch ein bisschen weitergelaufen sind. Wir können ja gerade mal schauen, aber ich habe ein Esengebiet von der Gruppe und das Tränkengebiet. Heißt, die sind wahrscheinlich auf dem Weg in ihr Ruhegebiet, welches mir noch fehlt. Ich weiß, dass flussabwärts noch eine größere Gruppe Bisons ihr Eigenheim hat, sozusagen. Ja, die haben da noch ihren Lebensraum, aber da war auch nichts Überragendes dabei. Die hatte ich in der, ich glaube, mittlerweile vorletzten Folge müsste das gewesen sein, hatte ich die dort schon erspäht und ich glaube auch schon ein, zwei Mal mit dem Auto aufgeschreckt, aber Gott sei Dank sind die da ja hart im Nehmen. So, wir setzen auf jeden Fall hier nach und verfolgen die Gruppe weiter. Aber ich vermute mal gerade wirklich, entweder haben sie hier ein zweites Esengebiet, das könnte natürlich sein. Und wir sind auch in einer recht passablen Schussdistanz, Freunde. Ich finde, das ist der Wahnsinn. Bei Alaska sieht das immer irgendwie weiter aus, als es eigentlich ist. Habe ich schon ein paar Mal gedacht. Ich hätte das jetzt locker auf 300 Meter geschätzt, aber ist es tatsächlich nicht. Gut, vielleicht. Ich bin jetzt natürlich hier wieder komplett offen. Die einmal hier rüber gucken oder mich aus dem Augenwinkel wahrnehmen, dann war es das wieder. So, vielleicht nicht unbedingt auf der Straße stehen bleiben. Na, wir kennen ja die verrückten Autofahrer hier in Alaska. Das wäre eher ungut. Spaß beiseite, hier passiert einem ja nichts. Verkehr gibt es ja hier Gott sei Dank nicht, außer den eigenen, den man erzeugt. Ich habe so ein bisschen mein Zeitfenster, glaube ich, gerade verpasst. Die liefen gerade schön breit. Da wollte ich noch ein wenig warten. Gucken wir mal. Ja, natürlich. Der Klassiker. Na, jetzt muss er sich wegdrehen. Okay. Naja, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich setze mal weiter nach und ich bin schon auf die Verfolgungsdauer gespannt, was uns die Statistik da heute wieder ausspuckt. Aber um die zu bekommen, muss ich den Guten erstmal erlegen. Das bedeutet für mich, weiter hier parallel zu der Gruppe laufen. Hier mal kurz in die Hänge schauen. Ab und zu steht da ja noch was. Und wenn ich das jetzt aufschrecken würde, wäre das natürlich kontraproduktiv. Darum immer mal wieder ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, der Kodiakbär, Freunde. Ich hatte zwischen den Folgen eine Begegnung, eine akustische Begegnung mit einem. Ein Männchen tatsächlich. Aber ich habe es dann erstaunlicherweise, obwohl es nur 60 Meter von mir entfernt war, nicht wiedergefunden. Da hatte ich tatsächlich auch für euch schon eine kleine Folge vorbereitet. Aber ja, da ist halt irgendwie nichts mehr draus geworden. Und deswegen habe ich mir gedacht, suchen wir uns was anderes Großes. Ersetzt natürlich nicht den Kodiakbären. Keine Frage.
Aber nichtsdestotrotz, ein Waldbison ist ja nun mal auch ein Wildtier, was nicht so alle Tage einem vor das Zielfernrohr läuft. Und ich wäre wirklich dankbar, wenn ihr mal stehen bleiben würdet, aber ich glaube, ich verfolge die gerade wirklich in ihrem Zug. Ich hätte auch damit gerechnet, dass die eher ein Ruhrgebiet hier auf der Freifläche haben. Ah, wobei, vielleicht doch da oben in den Hängen. Warum ist mein Gewehr auf 300 Meter kalibriert? Und warum bleibst du nicht stehen? Und warum wirst du immer spitzer? Ah! Nee, nee. Oh, gut, dass ich nicht geschossen habe. So, jetzt brauche ich eh nicht mehr gerade drauf schießen. Da läuft der zweite hinterher. Das ist ein No-Go. Ja, und jetzt passt die Kalibrierung eh nicht mehr. Gut. Ah, der macht's mir nicht einfach, der Bursche. Gut, dass ich nicht vorhatte. Wo sind sie denn jetzt da oben? Den mit der Armbrust zu erjagen. Das wäre jetzt noch deutlich intensiver geworden. Ja, ich vermute mal, da oben ist ein Ruhegebiet. Könnte das zeitlich passen? Ja. 10 vor 1, das könnte schon hinhauen. Naja. So, und wer sich gerade über den kurzen Cut gewundert hat, da habe ich einmal gecheckt, ob ich auch wirklich die Aufnahme gestartet hatte. Und ja, habe ich getan. Da muss man ja doch ab und zu mal drauf achten. Ab und zu passiert mir das nämlich auch mal. Dann führe ich hier meine Monologe. Ne, ich meine, die führe ich ja sowieso. Ihr kennt das ja mittlerweile von mir. Aber ja, wenn ihr dann am Ende gar nichts davon habt, weil sie nirgendwo aufgezeichnet werden, ist das auch eher irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Darum einmal der kurze Schnitt an der Stelle. Und da legt er sich sogar nieder, unser Bulle. Ich würde doch sagen, da ist ein Ruhegebiet. Haben wir dafür eine Entfernung? Ah, wir sind näher dran. Jetzt liegt der mit dem Hintern, glaube ich, zu uns. Das bringt uns auch nicht weiter. Das ist nur ein Stein. Ich dachte gerade, was steht denn da? So, da liegt das Weibchen. Ausgewachsen mit... Okay. Ich hätte jetzt gerade schwören können, als ich die Gruppe entdeckt habe, dass das ein Erwachsenes war. Ist das jetzt gealtert in der kurzen Zeit? Wie lange verfolge ich die jetzt schon? Naja, habe ich mich bestimmt verguckt. So. Ja, jetzt kriege ich ihn leider nicht mehr. Doch, jetzt geht es wieder. Ah, der zieht jetzt den Hang hinab. Und das wird jetzt zu einem echten Problem. Das heißt, ich verfolge meine Schritte mal ein wenig zurück. Hier haben wir sehr viele Fährten. Einmal einen kurzen Blick drauf werfen, das Karibu, okay. Ja, könnte schon sein, dass hier in den Bergen oder hier in den Hängen sehr viele Ruhegebiete sind. Ja, auf den Freiflächen sind dann die Esengebiete und der Fluss dient natürlich als Trinkgebiet. Das würde wohl schon Sinn machen. Wenn man sich jetzt anguckt, über was für eine Distanz wir diesen Bullen schon verfolgen. Mein lieber Mann. Okay, und jetzt habe ich so ein bisschen das Problem. Das habe ich gar nicht bedacht. Jetzt sehe ich die ja gar nicht mehr richtig. Hätte mir auch eine Markierung da setzen sollen. Oh oh. Bei meinem Glück stolper ich doch jetzt gleich in die hinein.
hört auch nichts. Noch nicht. Vielleicht kommt der alarmierte Ruf. Naja, aber auch mit einem Caller wird es das Ganze jetzt nicht unbedingt einfacher machen. Vielleicht hätten wir die Chance, da eins der guten Tiere heranzucallen, aber ihr erinnert euch an die letzte Folge. Da wollte der vier Sterne auch partout nicht auf den Call reagieren. Alle seine Kumpanen sind gekommen, nur er nicht. Er hielt sich was für was Besseres, ne? Naja. Bist du ein Baumstamm? Bist du ein... Du bist ein Bison. Oha. Ist die Distanz hier... Ui, hi. Okay, wenn du das Männchen bist... Oh, durch das ganze Unterholz hier durchschießen... Meter, ob das wohl hinkommt? Die sind gerade abgesprungen. Ah, nein! Ah, okay. Noch gebe ich nicht auf, Freunde. Den setze ich hinterher und wenn ich sie gleich wieder gefunden habe, dann sehen wir uns wieder. Ja, weit sind sie gar nicht abgesprungen. Ich musste nur ein wenig den Hang hinauflaufen und, mal gucken, ob ich hier nochmal wieder sehe. Da vorne seht ihr, da ist noch ein Rotfuchs. Den habe ich auch zufällig erspäht. Allerdings nur ein Weibchen und auf die Entfernung. Ne? Da haben wir nicht wirklich was. Gut, da ist unser 3-Sterne-Bulle. Jetzt haben wir auch nochmal eine bessere Übersicht. Da haben wir den 1-Sterne-Bullen und hier noch das Weibchen. Wie gesagt, den würde ich hier gerne haben wollen. Ja, und das heißt für uns eigentlich auf eine passende Gelegenheit warten. Ich mache schon mal das Gewehr bereit. Wir kalibrieren mal auf 150 Meter. Weil näher ran geht nicht. Ich habe jetzt Rückenwind. Wenn ich da näher rangehe, ist die Gefahr natürlich groß, dass die mich wittern. Und das würde sie dann wahrscheinlich dazu verleiten, doch nochmal das Weite zu suchen. Ob man die dann ein zweites Mal wiederfindet, das ist immer dann so ein Glücksspiel. Andere Bulle schaut so ein bisschen in unsere Richtung gerade, ihr seht das. Aber ich glaube, der guckt sich einfach nur ein wenig um, der hat uns noch nicht gesehen. Ja, es ist einfach ein Geduldsspiel. Bis er sich wirklich nochmal dreht. Die anderen beiden gucken ja schon in unsere Richtung. Er hält Wache. Ja, auch das gehört zur Jagd dazu, ne? Einfach geduldig sein. Boah, jetzt ohne Auflage die ganze Zeit das Gewehr so zu halten, muss auch nicht angenehm sein. Naja, da kann man doch wieder froh sein, dass man hier gemütlich hinterm Monitor sitzt. Na komm. Schlechter Treffer. Schlechter Treffer, Freunde. Das war ein Streifschuss. Das hat man schon in dem Anschuss gesehen und an der Schweißspur. Aber auch so, wie er wegläuft, das ist noch viel zu galant. Dann da hinten.
in die Böschung hinein. Okay, das war zu hoch. Vielleicht irgendwo so ein bisschen. Ja, es war nur ein Streifschuss, da bin ich mir sicher. Dafür ist er zu gut weg. Was hat man denn jetzt hier gerade gehört? Ja, den Schuss habe ich mir versaut. Auch damit eigentlich schon das Tier ein bisschen. Aber da setze ich jetzt nach. Na, das gehört sich jetzt so. Wenn das Tier das wahrscheinlich überleben wird, aber es muss nicht unnötig leiden. Schau mal einen an. Wölfe. Meine absoluten. Oh, ein 2-Sterne-Wolf. Noch ein 2-Sterne-Wolf. Meine absoluten Hasswildtiere mittlerweile. Einfach weil sie eben so empfindlich sind. Er knackt noch viel, viel mehr. Ich würde sagen, ich habe hier vom Allerfeinsten die Mittagsruhe gestört. Können ja mal versuchen. Keine Sorge, Freunde, das Bison ist nicht vergessen. Aber die waren schon alarmiert. Ah, da zieht einer, zieht weg. Ausgewachsener 1-Sterne. Oh, und einer kommt. Ja, perfekt. Dann nehmen wir die Chance doch mal wahr. Los, hol dir den Hasen. Läuft er um die Steine drumherum? Kriegt er das hin? Oh, da kommen gleich zwei. 2 Sterne. Beides 2 Sterne. Weibchen auch noch dabei. Das möchte ich natürlich eher nicht so haben. So, und einen letzten. Oh, das war ein bisschen früh. Und dann wechseln wir zur Armbrust. Legen den Bolzen auf und kalibrieren auf 50 Meter hoch, selbstverständlich. Oh, jetzt läuft der andere dahinterher. Na komm, dreh dich. Oh, es war ein bisschen hoch. Ah, ich habe vergessen, meine Empfindlichkeit wieder runterzustellen, aber das hat gepasst, denke ich. So, ich habe ganz unser Bison vergessen. Ich habe die Markierung weggemacht. Naja, das finde ich auch noch wieder. Jetzt schauen wir uns erstmal den Wolf an. Und gucken mal, wo wir da. Oh. Schön getroffen.
Doch nicht zu hoch. Ja gut, ob das jetzt wirklich das Herz war, ja, so ein bisschen haben wir es gestreift. Aber das war vorbei. Beide Lungenflügel, Hauptschlagader, Herz und natürlich obligatorisch noch Fleisch aus 39,1 Meter geschossen. Das erklärt, warum der so hoch war. Ich hatte das auf 50 Meter kalibriert. Okay, ja, falsch abgeschätzt ein bisschen. So, aber ansonsten, Jagdwertung vollständig erfüllt, Trophäenwertung 2 Sterne, das haben wir ja gesehen. 40 Kilo war das Tier schwer, 45% Fitnesswert war nicht so doll, geht natürlich schlechter. Und ansonsten 4 Minuten Jagd- oder Verfolgungsdauer und ja, ich würde sagen, den Grauwolf, ja, da, wisst ihr was, ich heb den auf. Ich habe noch so ein paar Dioramen, wo ich die gerne unterbringen möchte. Und es war der erste Wolf, den ich mit einer Armbrust erlegt habe. Naja, okay. Das hat besser geklappt. Gut, zurück zum Bison. Ich versuche nochmal Anschluss zu finden. Und wenn es soweit ist, seid ihr wieder mit dabei. Ja, Freunde, ich habe die Gruppe jetzt das zweite Mal wiedergefunden, beziehungsweise das dritte Mal. Ich hätte gerade die Chance gehabt, das Bison nochmal flüchtig zu schießen. Da bin ich aber kein Freund von. Deswegen habe ich dann doch nochmal weiter nachgesetzt. Und ja, ihr könnt sehen, dort vorne liegt der dicke Brocken auf fast 200 Meter Entfernung und ruht sich aus. Aber da wären wir bei der Thematik, liegend schieße ich kein Wild. Darum muss ich schon ein wenig warten, bis er aufsteht. Ich hoffe, das macht er nicht gleich mit einer galanten Drehung. Ah, zumindest würde ich behaupten, dass er liegt. Das ist schwer zu sagen. Er könnte auch in der Senke stehen. Ich meine, die haben jetzt eher so kürzere Beine. Aber es könnte auch sein, dass er sich da gerade erholt. Ja, eine Schweißspur hat es nicht mehr gegeben. Also es war wirklich nur ein Anschuss. Ein Streif. Also es war ein Anschuss da, aber es war eher ein Streifschuss. Als ein solider Treffer. Und das erklärt natürlich auch, warum der hier noch sich ja, mehr oder minder bester Gesundheit erfreut. Ja, der wäre natürlich jetzt nochmal hier ein schöner Abschluss für die heutige Folge. Vor allen Dingen, weil er gerade wirklich als einziger hier aus der Gruppe liegt. Anderen beiden stehen, aber ich vermute mal, das hängt damit zusammen, weil er sich eben erholt. Oder? Steht er? Ich warte mal einen Moment. Ups. Nicht so. Ah, wohl, ist gar nicht so schlecht. Tja, schwierige Sache. Schwierige Sache. Hat sich alles wieder beruhigt, dem Anschein nach. Oh. Das sieht mir doch nach einem Bison aus. Oder ist das ein Stein? Nein, es bewegt sich. Oh, kommen wir hier noch weiter hoch? Alles nur, um sicher zu gehen, dass er wirklich auch steht und nicht liegt. Dann könnte ich mal eine Anzeige bekommen? Ich meine, dass es eins ist, brauchen wir uns nicht mehr drüber unterhalten. Aber was es für eins ist? Euer Jagdgespür nochmal an. Ich glaube, das ist unser Kandidat. Ich stehe hier nicht sonderlich günstig. Ja, da macht man dann noch mal einmal den Schritt zur Seite und zack, springen die Tiere wieder ab. Ja, sie sind jetzt hier irgendwo hinter dem Hügel.
Freunde, ich glaube, das muss ich wirklich dran geben. Wir haben gesehen, das Tier ist eigentlich wieder in einem brauchbar gesunden Zustand, auch wenn es nicht in der Realität so schnell gehen würde. Aber bevor ich jetzt hier die Folge unnötig in die Länge ziehe, würde ich sagen, das hat mal nicht funktioniert. Ja, dann gehe ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen aus der heutigen Folge. Wir haben auf jeden Fall einen Wolf erlegen können mit der Armbrust. Das war auf jeden Fall wieder eine schöne Nummer, war auch ein sauberer Schuss. Das hier war jetzt leider nicht so prickelnd. Das ärgert mich auch sehr. So ein 3-Sterne-Bison wäre noch eine schöne Bereicherung gewesen. Aber es nützt nun mal nichts, Freunde. Das, ja, könnte man jetzt hier in die Länge ziehen, aber da bin ich kein Freund von. Ich würde sagen, das versuchen wir bei einem anderen Mal nochmal. Und ja, ich würde sagen, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Ich hoffe, es war trotzdem spannend, auch wenn wir jetzt ohne Jagdbeute zurückgehen oder nach Hause zurückgehen. Und ja, wir werden mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Wir haben auf jeden Fall noch vieles hier in Alaska zu bejagen. Den Grauwolf haben wir jetzt hier auch schon mal erledigt, sozusagen von der To-Do-Liste gestrichen. Er macht sich ja auch nochmal deutlich bemerkbar, ne? Und ja, da vorne auf der mysteriösen Regenwaldinsel, dort wartet auch immer noch der Kodiakbär. Und ihr merkt schon, ne? Die Wildtiere möchten gerade sagen, reicht jetzt, hast uns heute genug Stress gemacht. Bin derselben Meinung. Liebe Leute, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns auch wieder in der nächsten Folge. Und würde sagen, haut rein, bis dahin, ciao.